Heute Nacht, wie immer, von Freitag auf Samstag, offene Sendung. Ihr könnt also anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. 0130 2911, die übliche Nummer, für euch kostenfrei 0130 2911 und unsere Faxnummer, ihr könnt uns auch faxen, 0130 11 51 22. Faxnummer 0130 11 51 22. Michaela, 17 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo. Hallo. Dein Thema. Und zwar, ich habe ein Riesenproblem, weil ich hatte was mit meinem Bruder. Mit deinem Bruder? Ja, leider. Erzähl mal genauer. Also so, meine Eltern waren im Urlaub. Ja. Und es war vor 2 Tagen. Ich war unter der Dusche und mein Bruder ist ins Bad gekommen. Wie alt ist der Bruder? 19. 19. Und was ist dann passiert? Es ist passiert? Genau, ja. Und wie ist es passiert? Wie ist es dazu gekommen? Es war einfach, ich weiß auch nicht, bevor irgendwie der Kopf denken konnte, war das schon. Hat er dich verführt? Ja, eigentlich schon. Ja, ist es mehr von ihm ausgegangen? Ja, mehr, also am Anfang schon. Aber hinterher hast du dann auch mitgemacht? Ja. Und wie hast du dich währenddessen gefühlt? Also währenddessen eigentlich nicht so, aber dann danach, ich bin dann gleich zu meiner Freundin, ich war jetzt seitdem auch nicht mehr daheim, weil ich weiß nicht, wie ich mich jetzt verhalten soll. Und jetzt, wenn man drüber nachdenkt, das ist schlimm. Ja. Ihr wohnt unter einem Dach, ihr beiden? Ja, genau. Mhm. Ist so etwas ansatzweise schon mal vorher vorgekommen? Nee. Überhaupt nie? Nee. Mhm. Auch nie irgendwie, dass man irgendwie welche Anzeigen gegeben hätte, gar nichts. Ja. Wie erklärst du dir das, dass das nur gerade jetzt passiert ist? Weiß es nicht. Kann es nie erklären. Also währenddessen hast du gerade gesagt, hast du dir wahrscheinlich da auch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, ne? Ja, genau. Und hinterher brach's dann so in dich rein. Ja, genau. Mhm. Und jetzt, wie ist so der aktuelle Gefühlsstand? Schlimm. Schlimm. Ganz schlimm. Ekelst du dich? Ja. Warum? Weil es mein Bruder ist. Ja. Hast du mit deinem Bruder darüber gesprochen? Nee. Seitdem nimmer. Wie ist so die Situation, wenn ihr euch über den Weg lauft? Also ich habe ihn bis jetzt noch nicht gesehen, weil ich bin ja bei meiner Freundin. Ach, du hast ihn noch gar nicht gesehen? Nee. Aha. Das ist unangenehm. Ja. Was meint deine Freundin? Also ich habe es dir so nicht gesagt, ich habe Streit mit meinem Bruder. Mhm. Dann kann die das gar nicht so richtig nachvollziehen, was in dir da vorgeht. Nee. Du hast es also bis jetzt noch niemandem erzählt? Genau. Mhm. Hast du darüber nachgedacht, das Gespräch mit dem Bruder anzufangen darüber? Nee, weil ich schäme mich da. Also, nee. Warum schämst du dich vor ihm? Weil ich mitgemacht habe praktisch, weil ich hätte ja auch... Ja, aber er muss sich dann ja genauso schämen. Ich weiß es nicht, ob er es macht. Wie schätzt du das denn ein? Gibst du ihm irgendwie doch die Schuld, dass er das vielleicht sogar überlegt hat, das zu machen und die günstige Gelegenheit ausgenutzt hat? Ja, ich glaube schon, doch. Also die Schuld gebe ich ihm schon. Ja. Also nicht so nach dem Motto, es ist ihm auch zufällig dann nur gerade so über ihn gekommen. Nee. Ich glaub's nicht. Ja. Michaela, ich glaube, so unangenehm das auch ist oder so schwer das für dich auch ist, dass der erste und beste Schritt darin besteht, dass du dem Burschen in die Augen schaust und ihr darüber sprecht. Und du ihm sagst, wie du dich fühlst, dass du ihm sagst, dass du doch vermutest, er hätte das ein bisschen eingefädelt, das Ganze. Und dass das einfach richtig auf den Tisch kommt. Na, irgendwas muss geschehen. Ja, ich glaube, dass es dir danach erstmal etwas besser geht. Und ich glaube auch, dass du gar nicht so den großen Grund haben musst, dich da zu schämen. Gut, du hast mitgemacht. Ein bisschen Schuld trägst du auch mit. Du bist nur auch nicht mehr so sehr jung. Aber so wie sich das hier anhört, ist er mehr schuld. Die Initiative ging von ihm aus. Du wärst ja nicht in seine Dusche gegangen. Nee. Und hättest ihn verführt. Ne? So ist es doch klar. Mhm.
Also liegt die Hauptschuld bei deinem Bruder. Und das musst du dem ins Gesicht sagen. Weil weißt du, wie das dann ist, wenn wir weiterhin, wir leben ja unter einem Dach und die ganze Situation und dann, dass die Eltern noch was mitbekommen, dann... Ja. Weil vorher, wir haben uns ja eigentlich immer gut verstanden. Mhm. Vielleicht besteht ja die Möglichkeit. Ich weiß ja nicht, was hast du denn sonst so für ein Verhältnis zu dem Bruder? Ein schon gutes. Ja, vielleicht besteht ja die Möglichkeit, dass ihr beide untereinander diese Geschichte wieder aus der Welt bringen kann, sofern das irgendwie möglich ist. Dass ich glaube es nicht. Du glaubst es nicht? Mm-mm. Aber die Alternative ist mit Sicherheit auch nicht zu sagen, ne? Ja. Ja, soll ich dann meinen Eltern auch sagen? Was meinst du, wie die reagieren? Ich weiß es nicht. Vielleicht schmeißen sie ihn raus. Ich weiß es nicht. Mhm. Richtig dann auch nicht. Keine Ahnung. Wäre dir wohler? Also wenn du jetzt mal ganz, ganz ehrlich in dich reinguckst, wäre dir wohler, wenn deine Eltern es wüssten? Ich glaube schon. Doch. Dann würde ich es den Eltern auch sagen. Dann ist zwar die Mega-Krise da, aber vielleicht besteht die Möglichkeit, dass ihr... Wie ist dann so allgemein die Stimmung so in der Familie? Könnt ihr so alle miteinander reden? Habt ihr ganz guten Draht zueinander? Ja, schon. Doch. Dann besteht ja vielleicht die Möglichkeit, dass ihr das wirklich, indem ihr euch alle zusammensetzt, irgendwie in den Griff kriegt. Ich weiß nicht, wie meine Eltern dann reagieren. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber ich denke mich jetzt so in dich rein und denke mir, dass das für dich gut ist. Denn solche Sachen runterzuschlucken sind meistens immer schlecht für denjenigen, der das dann mit sich herumträgt. Stimmt. Und der erste Schritt wäre sicherlich erstmal jetzt mit dem Bruder mal zu reden. Und ich will dir nochmal sagen, du brauchst dich hauptsächlich nicht zu schämen deshalb. Nur teilweise, aber nicht hauptsächlich. Er ist der Hauptantreiber gewesen. Michaela, ist eine heikle Situation, ne? Ja. Bleib mal bitte am Telefon und unterhalte dich noch ein bisschen länger, weil so lange können wir hier nicht reden, mit unserem Peter im Hintergrund, das ist der Psychologe. Mhm. Also ich habe dir jetzt so meine Meinung gesagt. Kannst dich mit ihm unterhalten, was er meint, und dann musst du für dich entscheiden, was für dich das Richtige ist. Okay. Toi, toi, toi. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt ist am Telefon die Maike, ne? Maike, 25. Genau. Hallo Maike. Hallo. Mein Thema ist das Arbeitsamt. Das Arbeitsamt? Ja, Ironie des Arbeitsamts. Ironie des Arbeitsamtes. Jetzt kommt wahrscheinlich irgend so eine Heavy-Story, was? Ja, ich kriege sehr viel Arbeitslosenhilfe. Ich habe gestern mal einen Bescheid gekriegt. Das sind ganze 60 Pfennig in der Woche. 60 Pfennig, kann man gut von leben. Oh, sehr gut. Ja, kann man eine gute Miete zahlen, oft essen gehen. Ja. Was steckt dahinter? Mein Mann, der verdient vielleicht 200 Mark im Monat zu viel. Ja. Deshalb. Also du bist, oder ihr seid, er ist über dem gesetzlichen Satz. Genau. Und dadurch bekommst du nur 60 Pfennig. Genau. Und das ärgert dich? Oh, sehr gut. Ja. Du bist arbeitslos? Jein, ich habe eine kleine Nebentätigkeit. Ja. Und da wird mir die Arbeitslosenhilfe natürlich auch noch ganz weggestrichen. Ach so. Jetzt. Weil ich 500 Mark im Monat noch dazu verdiene. Ja. Und das war's dann. Naja, wiederum muss man ja auch Verständnis dafür haben, dass es nun mal irgendwelche gesetzlichen Regelungen geben muss. Und dass es auch irgendwelche Grenzen geben muss. Und dass, wenn jemand was nebenher verdient, dass natürlich auch dann die Arbeitslosenunterstützung auch gekürzt wird. Nee, das ist ja auch klar. Bloß irgendwie finde ich das schwachsinnig, die 60 Pfennig da oder 1,20 Mark alle 14 Tage zu überweisen. Also dann lieber auch gar nichts, ne? Ja, dann lieber gleich gar nichts und dann können lieber andere Leute das Geld haben. Also die Argumentation verstehe ich gut. Das kostet dann auch wieder irgendwie Arbeit und Geld, ne? Die 60 Pfennig zu überweisen. Eben Bankweg und das alles. Ja. Deshalb finde ich das, das ist typisch deutsche Bürokratie. Ja, das ist wieder ein typisches, schönes Beispiel, ne? Ja, eben. Welches vielleicht nicht so einen ganz großen Schaden anrichtet, aber es gibt derart sicher Unmengen von Beispielen, wo Millionen verpulvert werden, ne? Eben, deshalb. Und alle sind so am Schimpfen, sparen, sparen, sparen und da schmeißen das Geld zum Fenster. Welches Arbeitsamt ist das? Arbeitsamt Oldenburg. Arbeitsamt Oldenburg. Ja. Die machen solche Sachen. Genau. Vielleicht hört uns der Direktor des Arbeitsamtes Oldenburg jetzt zu. Hoffentlich ja. Und greift da mal durch. Ich finde, die sollten mal so eine Mindestgrenze einsetzen, dass sie, was weiß ich, mindestens 10 Mark die Woche überweisen. Ja.
Ja, 60 Pfennig ist wirklich ist absurd, ne? Und vor allen Dingen, die überweisen mir jetzt für 2 Monate und darf nochmal 2,40 Mark für den letzten Monat August nochmal zurückzahlen, weil ich ja schon verdient habe. Ach so. Ja, das war deine Kritik am Arbeitsamt. Genau. Sehr berechtigt. Haben wir es rübergebracht. Ja, Michael, das ist sehr schön. Danke für den Anruf. Ja, ciao. Und alles Gute noch. Dir auch, ciao. Ja, tschüss. Klaus, 34 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Klaus. Da sind jemand bei sich hindurchgekommen, ist echt gut. Ja, mein Thema ist HIV-positiv. Ja. Klaus, gehst du noch viel näher ans Telefon und sprichst ein bisschen lauter? Ja. Es geht darum, ich habe vor gut 4 Monaten einen Freund kennengelernt. Ja. Und das war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Und wir waren ziemlich schnell ins Bett gegangen. Ohne, in dem Sinne... Klaus, ich muss dich unterbrechen. Ja? Die Leitung ist so verrauscht. Ich möchte sehr gerne mit dir sprechen. Ja. Leg mal auf, wir wählen dich neu an und stellen dich gleich wieder in die Sendung rein. Ja, okay. Ja, machen wir es so. Also leg jetzt mal auf. Mhm. Okay. Dann begrüße ich jetzt den Rainer, 43. Ja, ich grüße dich, Domian. Ja, Rainer. Oder ich sag einfach mal Jürgen. Wie du willst. Ja, nein, ich komme aus Köln, bin aber kein Kölner, wohne eigentlich in Luxemburg. Ja. Und du hattest also vorgestern ein Gespräch mit meiner Frau. Aha. Was war das? Welches Thema? Das ging um meine Impotenz. Um deine Impotenz, ja. Richtig. Deine Frau hat erzählt, dass du seit einem Jahr große Probleme damit hast. Kannst du dich daran erinnern? Ja, natürlich. Ja, so ein Jahr ist es nicht ganz, aber... Aber so ungefähr. Ja, ungefähr, natürlich. Und sie schob das auf deinen großen beruflichen Stress zurück. Richtig, richtig. Und nun, durch Zufall, war ich also freundlicherweise vorgestern, genau, bei eurem Gespräch bei einem Arzt in Luxemburg. Und der hat mir dann also doch freundlicherweise so ein paar Tipps gegeben. Aha. Weil deine Frau sagte, dass du keine Lust hast, zum Arzt zu gehen und darüber zu sprechen. Nein, ich war schon beim Arzt. Aha, also natürlich, guck mal, Domian, das ist doch ganz normal, Jürgen. Wenn du am Tag 16 Stunden arbeitest, hast du auch gar keine Zeit, zum Arzt zu gehen. Ja. Und ich habe also ja doch einen gewissen verantwortungsvollen Beruf. Was machst du? Also ich helfe. Ja, ich bin zum Beispiel in dem Bereich der Finanzierung und Unternehmensberatung tätig. Mhm. Und wenn zum Beispiel jemand nun partout überhaupt nirgendwo mehr Geld kriegt, dann kommt er halt zu mir. Mhm. Und dem helfe ich. Und das ist natürlich, man muss das Ganze mal auch ein bisschen sozial sehen. Es gibt zum Beispiel Fälle, ich darf da natürlich aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht groß drüber reden. Mhm. Darf keine Namen nennen. Aber zum Beispiel ein Fall, wo ein Mann, der von seiner Frau geschieden worden ist, absolut immer schön gearbeitet hat und plötzlich in so ein Tal stürzt, wo also nichts mehr läuft. So, wenn der mich dann anruft und fast schon am Telefon heult, und ich kann ihm helfen, das ist natürlich eine tolle Sache. Aber das ist natürlich auch mit einer zeitlichen, ist klar. Natürlich verdiene ich da dran, das ist ganz normal. Ist klar. Ich kann mir eine Vorstellung machen von dem, was du beruflich tust und auch wie sehr du belastet bist. Natürlich. Jetzt hast du gerade angesetzt zu erzählen, dass du in Luxemburg doch bei einem Arzt warst. Richtig, und da war ich also schön beim Arzt. Wegen dieser Angelegenheit. Richtig, der hat zwei Dinge mir gesagt. Ja. Einmal, dass es absolut temporär ist. Der hat mich also wirklich auf Herz und Nieren überprüft. Mhm. Mit sämtlichen, Dingen, die da so passieren. Ja. Mit Prostata-Abtastung und so weiter. Auf Krebsvorsorge sowieso, das machen die da sowieso automatisch. Dann kam also hinzu, hatte mir also folgenden Tipp gegeben. Ich teile das so ein bisschen. Das ist ganz normal. Ich bin ja nun verheiratet und meine Frau wohnt halt in Köln. Und ich möchte ja gern mit meiner Frau zusammen sein. Das ist richtig. Bloß ich kann einfach beruflich, wenn ich dann in Köln bin, dann habe ich also einfach auch nicht die Zeit, dann eben mit meiner Frau richtig zusammen zu sein. Ja. Ich habe so einen kleinen Raum und das ist mein Büro. Und da habe ich auch die ganzen Möglichkeiten zu arbeiten. Was für einen Tipp hat dir der Arzt gegeben? Der hat gesagt, trennen Sie diesen beruflichen Teil vom privaten. Mhm. Das heißt also zu Deutsch, ich müsste also, und das werde ich auch tun, ich werde also diese ganze Kommunikation, die ich also hier unten in Köln habe, nach Luxemburg verlegen. Ja, das heißt, wenn du dann nach Köln kommst? Das heißt aber auch für meine Frau oder auch für uns eigentlich, dass wir also uns weitaus weniger sehen werden. Ja, aber wenn ihr euch dann seht in Köln, dann ist was anderes. Dann hast du wirklich frei. Ja, dann habe ich wirklich auch frei im Kopf. Weißt du, sowas spielt sich nämlich im Kopf ab. Ja, das sicher. Hat er mir auch erklärt. Der hat mir also ganz klar gesagt,
Gut, es gibt vielleicht Menschen, die können abschalten, die können also, sagen wir mal, eben gerade noch aus der geschäftlichen Besprechung kommen und schon, jetzt mal ganz salopp gesagt, über ihre Frau hier hüpfen. Das kann ich nicht. Ja. Das muss, für mich ist sowas eine ganz tolle Sache. Rainer, ja, kann, mit einer Frau ins Bett gehen, das ist also eine tolle Sache. Und ich wollte noch was zu sagen. Ich bin schon in der Lage, und das hat vielleicht auch meine Frau dir erzählt, ich weiß es nicht, aber ich bin schon in der Lage, dass durch ganz gewisse Techniken schon, dass sie also da ihre Befriedigung hat. Mhm. Das heißt, befriedigt sie nicht so. Das hat sie erzählt, ja. Ja, weil sie nämlich gesagt hat, okay, ich habe ja nichts davon, weil du nichts davon hast. Mhm. Aber ich habe damals, als ich sie kennengelernt habe, habe ich ihr mal gesagt, Liebe ist in meinen Augen ein Punkt. Und zwar der Punkt geben. Mhm. Denn das Nehmen kommt ganz automatisch. Mhm. Ja, und ich bin durchaus in der Lage zu sagen, okay, ich kann da aufgrund meiner jetzt Stresssituation, das ist aber keine Stresssituation. Stress ist ja immer grundsätzlich Dinge, die du nicht bewältigen kannst. Ja. Ich kann die ja bewältigen. Ne? Nun meint ja, deine verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Deine Frau hat natürlich die Sehnsucht nach einer wirklich rundum erfüllten Sexualität. Ja. Ne, mit allem, was dazugehört. Naja, da gehört doch das. Also, wenn ich einen Orgasmus habe, sage ich mal so, ich bin, also, vielleicht denke ich da zu sehr machohaft. Ne? Ja. Na gut. Aber ich meine, aber wenn eine Frau einen Orgasmus hat, das ist doch eine Erfüllung. Ja, aber für sie hat das natürlich ausgereicht. Das, ja. Das verstehe ich schon. Ich denke, was du jetzt da mit deinem Arzt besprochen hast, das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Natürlich. Lass mich aber noch einen Satz sagen, generell zu dieser extremen beruflichen Belastung. Das weiß ich nun aus eigener Erfahrung zu gut. Ja, und es gibt immer 1000 Begründungen, warum man das machen muss. Nur irgendwann, Impotenz ist ja, wenn es denn Impotenz ist, noch etwas relativ Harmloses. Ja. Irgendwann ist man vielleicht durch eine zu starke berufliche Belastung so schwer krank, dass du hinterher darüber nachdenkst, mein Gott, warum habe ich mich so verschwendet, meine Gesundheit so verschwendet? Dass ich denke und auch für mich mittlerweile gelernt habe, lieber ein bisschen kürzer zu treten für die Lebensqualität, für die Liebe zum Beispiel, für den Partner. Ja, natürlich, logisch. Das siehst du vollkommen richtig, aber pass auf, ich habe also diesen Beruf ja eigentlich gewählt, ich meine, das würde zu weit führen, wenn wir das also alles besprechen. Ja, ja. Aber ich habe den gewählt, weil der mir Spaß macht. Ja. Das ist ja auch richtig so. Aber es ist mal eine Frage, dass man sich übertreibt. Die Gefahr ist dabei, dass man Workaholics wird. Ne? Genau. Das ist die Riesengefahr. Ne? Das weiß ich auch. Aber das kannst du nicht eindämmen. Das kannst du auch selber nicht eindämmen, Jürgen. Na, das kann man schon ein bisschen in den Griff kriegen. Egal. Aber du hast auf jeden Fall jetzt einen Schritt schon unternommen oder willst ihn unternehmen durch das Gespräch mit dem Arzt. Finde ich extrem klasse, dass du nochmal angerufen hast. Nein, ich bin heute aus Luxemburg zurückgekommen. Ja. Und wir sind dann abends, wir gehen dann immer essen, wenn ich zurückkomme. Ja. Und dann sind wir essen gegangen und da hat sie mir das erzählt. Ja. Na, wir kamen dann eben halt auf das Thema und wir haben also uns da sehr ruhig drüber unterhalten. Ja. Und ich habe gesagt, da muss ich anrufen. Weil das ist ganz wichtig, weil man muss ja auch zwei Seiten sehen. Klar. Irgendwie, in irgendeiner Weise. Und das gehört auch irgendwie zur Abrundung eines Themas, meine ich auch. Rainer, schön, dass du durchgekommen bist, heute dann auch schon. Ich habe ISDN hier, weißt du. Dann geht das flott. Nee, flott nicht. Also ich habe also wenigstens 30 Minuten und dann über WDR auch noch über die eure Durchwahl, die sage ich aber jetzt nicht. Jetzt haben wir es ja gehabt. Ich bin da schon durchgekommen. Rainer, ich wünsche euch beiden, deiner Frau und dir, viel Glück und viel Liebe. Alles Gute. Das nehme ich so entgegen. Okay, mach's gut. Bye, bye. Jetzt ist er weg. Ja, jetzt ist der Klaus wieder dran. Hallo. Ja, Jürgen, hörst du mich jetzt besser? Ich denke schon, ja. Ja. Ich versuche jetzt lauter zu sprechen. Also, das Thema war HIV-positiv. HIV-positiv. Ja. Ich habe vor gut 4 Monaten einen Freund kennengelernt. Ja. Und das war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Und wir hatten auch schnell Sex gehabt, aber ohne zu verhüten. Mhm. Also, ich war der Aktive bei der ganzen Sache. Und ich hatte mit ihm dreimal mit ihm Sex gehabt. Und 3 Wochen später erfährt er, dass er HIV-positiv ist. Ja. Ja, und seitdem hat sich natürlich bei ihm viel geändert. Seitdem er das weiß, dass er positiv ist, das heißt auch unsere Beziehung, er hat die Beziehung in dem Sinne nicht mehr weiter aufbauen wollen, ja. Hat abgebrochen, möchte natürlich aber auf freundschaftlicher Basis, dass wir zusammenbleiben. Ja. Und ich mache mich eigentlich verrückt, in dem Sinne, gefühlsmäßig bin ich immer noch voll dabei. Ja. Rainer, es ist ja nervig, ich muss dich nochmal unterbrechen und mal hier in die Regie fragen, können wir das weitermachen? Es rauscht immer noch extrem. Ja, wir machen es mal weiter. Ja, ich kann ihn noch hören. Ja. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten auch nach dem Sex, hatten wir dann drüber geredet.
über AIDS und alles. Und ich war immer ja der positiven Einstellung, also dass nichts ist oder so, dass wir nicht, dass er nicht HIV-positiv sein kann und so weiter. Und dann nach 3 Wochen stellt sich das bei ihm heraus, nach dem Test, dass das ist. Und jetzt kommt die gleiche Sache bei mir. Er hat gefragt, wie es mir geht und so weiter. Da habe ich gesagt, es ist gefühlsmäßig jetzt nur schießen in dem Sinne. Und dann fing er an, ja, vielleicht hat er sich doch infiziert und so weiter. Dann habe ich ihm gesagt, soll ich mich untersuchen lassen? Ja. Ja, und ich war auch zur AIDS-Beratung und die haben mir gesagt, also nach 4 Monaten, nach dem ersten sexuellen Kontakt kann man nach 4 Monaten das erste feststellen. Ja, und dann habe ich ihm das gesagt und mein Freund hat es jetzt gesagt und sagte, nee, lass es lieber sein oder so. Wenn sich hinterher rausstellt, dass du auch positiv bist oder sowas, dann fühlt er sich wieder schuldig, dass er mich infiziert haben könnte. Ich weiß jetzt nämlich nicht, was ich machen soll. Ja. Also erstmal, ich meine, das ist das Kind in den Brunnen gefallen, zumindest was die Tat, was die Aktion angeht. Ja. Nochmal, mein wirklich vollkommenes Unverständnis, dass man bei dem ersten Mal dann ohne Gummis vögelt. Ja, das stimmt. So. Das sage ich jetzt noch mal so. Ja, das ist jetzt damit über uns gekommen, Jürgen. Das ist wirklich so über uns gekommen. Wir haben wirklich da in dem Sinne, kannst du sagen, Gefühle laufen lassen. Gar nicht mehr den Kopf, da liefen nur noch die Gefühle. Ja. Das war wirklich ein Kick gewesen. Das war wirklich auf den ersten Blick Liebe. Und ja, finde ich völlig verrückt. Du bist nur auch keine, du bist nur 34 schon. Ja, sage ich jetzt im Prinzip nur für alle anderen eventuell Betroffenen. Bei dir ist es jetzt nun mal passiert. Aha. Ich würde an deiner Stelle einen Test machen lassen. Nach dieser Geschichte, die da vorgefallen ist. Und wenn sich rausstellt, wenn ich positiv wäre, soll ich meinen Freund verklickern? Dann würde ich das dem Freund auch sagen. Das ist nun aber meine ganz private, persönliche Meinung, wie ich das für mein Leben regeln würde. Überlegungen gehen bei mir auch die ganze Zeit dahin. Mhm. Nur andersrum möchte ich ihn nicht wieder verletzen, wenn sich vorstellt, dass er sich allein schuldig fühlt. Denn was heißt, Schuld haben wir beide. Schuld habt ihr beide. Und was heißt verletzen? Da habt ihr beide Schuld dran. Zu 50% verteilt. Und ich denke, wenn das eine Beziehung... Wie stufst du denn überhaupt jetzt den Grad der Beziehung ein? Ist das... Ja, von seiner Seite ist er abgebrochen, die Beziehung. Er will nicht mehr, weil seitdem er es weiß, dass er positiv ist, will er keine Beziehung mehr zu Männern eingehen, feste Beziehung. Ja, aber so du meinst, dass die Herzensbindung zwischen euch noch da ist? Er hat dicht gemacht, gefühlsmäßig hat er dicht gemacht. Ja. Mir gegenüber. Und bei mir sind noch starke Gefühle da, ihm gegenüber. Das weiß er auch. Nur er kommt in meiner Situation nicht zurecht. Mhm. Also wie es mir zurzeit geht, kommt er nicht klar. Mhm. Habt ihr viel Kontakt miteinander? Selten. Er wohnt 40 Kilometer von mir entfernt. Ja, ab und zu telefonieren wir, aber ich habe jetzt erstmal abgebrochen. Ich habe gesagt, also ich möchte erstmal auch Abstand haben. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass du, wenn du es nicht machst, aber das ist so wirklich mein Ding, wie ich darauf reagieren würde, dass ich es nicht aus dem Kopf raus bekäme. Es kann ja durchaus sein, dass es gut gegangen ist. Durchaus kann das sein. Ja, war ich eigentlich nur der Aktive. War. Ja. Er war der Passive in dem Moment. Meine ich eigentlich auch, aber die Unsicherheit ist total da, weil ich damals ja auch so optimistisch reingegangen bin und habe gesagt, also danach, nach unserem Geschlechtsakt, habe ich auch gesagt, es kann nicht sein oder so. Und dann stellte sich das 3 Wochen später raus. Also ich war fertig. Vielleicht wäre es gut. Ich habe dir jetzt wirklich meine ganz private Meinung gesagt. Vielleicht wäre es gut, wenn du nochmal zu den Leuten von der AIDS-Hilfe gingst und auch diese Problematik so darstellen würdest und dich von denen beraten lassen würdest. Ich war ja schon da gewesen, weil ich wollte erstmal wissen, wann man so einen AIDS-Test machen lassen kann. Und so. Hast du jetzt nach 4 Monaten. Ja. Hast du deinen persönlichen Konflikt da auch geschildert? Habe ich da auch geschildert. Und was haben die gesagt? Sie haben es angeraten, das zu machen. Nur, da hatte ich mit meinem Freund noch nicht drüber gesprochen. Also aus Rücksicht auf deinen Freund es nicht zu machen, das finde ich nicht in Ordnung. Lieber Klaus, ich habe dir gesagt, was ich denke. Wir brechen die Leitung jetzt mal ab, weil es wirklich super rauschig ist. Ja, ich höre es auch. Aber es war schon mal gut, dass ich mit dir sprechen konnte. Du bist nämlich der Einzige, mit dem ich darüber sprechen kann. Ja.
Es weiß sonst keiner, weil ich mich auch noch nie geoutet hatte. Mhm. Ja. Alles Gute. Okay. Tschüss, Rainer. Ja, ciao. Ciao. Der Klaus, Rainer. Fred, 33. Ja, so ist es. Hallo Domian. So ist es. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Also ich wollte ein bisschen Frust ablassen. Frust ablassen? Ja. Über wen? Über was? Über Ladendiebstahl und Staatsdiener. Ladendiebstahl und Staatsdiener. So ist es. Das heißt aber nicht, dass die Staatsdiener Ladendiebstahl machen. Oder doch. So. Doch? Doch. Oh. So ist es. Erzähl. Ja, also ich habe, ich bin Kaufhausdetektiv. Mhm. Und normal, also auch im Privatbereich. Und ich bin also im ganzen Bundesgebiet tätig. Ja. Und ich habe also in einem Kaufhaus habe ich also einen Polizeibeamten beim Klauen erwischt. Nein. Doch. Nein, das ist ja verrückt. Sag bloß noch in Uniform. Nein, in Uniform nicht, das war zivil. Ja. Auf jeden Fall. Was hat er geklaut? Drei CDs. Drei CDs? Ja. Was waren das für CDs? Ja, das waren ein Sampler und was war das denn noch? Ich glaube von Pur. Von Pur. Ja. Auf jeden Fall habe ich also die Person angesprochen. Ja. Und habe also gesagt, sie möchte bitte also mit ins Büro kommen. Und sie fragte mich dann also aus welchem Grund. Und da habe ich dann eben nur gesagt, ja, das brauchen wir nicht vor allen Leuten zu klären. Das möchte ich mit ihr ganz in Ruhe klären. Da wusstest du aber noch nicht, dass das ein Polizist ist. Nein, wusste ich noch nicht. Noch nicht, ja. Nein, nein. Und da hat sie mich also genervt und wollte also nicht mitkommen. Sie wollte erstmal einen Grund wissen. Mhm. Und da habe ich also gesagt, ja, es geht um CDs. Mhm. Und da sagt sie, ah ja, stimmt, habe ich ja ganz vergessen. Ja, und dann wollte sie die CDs also aus der Jacke raus und habe gesagt, lass uns sie mal stecken. Ach, eine Frau war das? Das war eine Polizeibeamtin. Eine Beamtin, ja. Achso. Und sage ich so, kommen Sie mal bitte wieder ins Büro. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, ist normalerweise ist nicht nötig, sagt sie, und zog ihr Portemonnaie raus und zeigte mir dann also ihren Polizeiausweis. Und da habe ich gesagt, ja, ist ja schön und gut, nur kommen Sie bitte mit ins Büro. Ja. Na gut, dann ist sie mitgekommen und wir sind also, in manchen Läden sind wir dazu verpflichtet, Polizei hinzuzuziehen. Ja. So, und dann haben wir die Polizei gerufen, haben auf die Polizei gewartet. Ich habe also ganz normal meine Anzeige geschrieben und so weiter und so fort. Und sie wollte also immer, dass keine Polizei kommt, weil das also nicht bekannt werden soll. Ja. So, und dann habe ich eben zu ihr gesagt, dass ich dazu verpflichtet bin. Ja. So, und jetzt kam dann auch die Polizei und ist alles aufgenommen worden. Die haben also auch die Personalien aufgenommen und das war ihr dann also auch sehr peinlich. Klar. Ja, sicher. Auf jeden Fall habe ich dann den Polizeibeamten mal gefragt, wie das denn jetzt so vonstatten geht. Weil Staatsdiener, ich denke, also meine Meinung ist, vor diesem unteren Staate sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie das vonstatten geht. Ja, das geht nämlich so vonstatten. Der Polizeibeamte hat zu mir gesagt, das wird von dem Staat her aus, oder vielmehr von der Staatsanwaltschaft so behandelt, dass es bei Polizeibeamten ein geringfügiges Delikt ist und es wird noch nicht mal aktenkundig gemacht. Also ach, das heißt, dass dieser Vorfall noch nicht mal behandelt wird. Das ist ja ein Ding. Ja. Das ist ja ein Ding. Ich meine, den größten Klopf, den ich überhaupt erlebt habe, war... Also die Frau ist jetzt angezeigt worden von... Ich habe die Frau angezeigt. Du hast die Frau angezeigt? Ja. Das ist also eine Polizistin, die angezeigt ist wegen Ladendiebstahl. Ja. Und das ist jetzt ein geringfügiges Delikt in den Augen des Staatsanwaltes. Ja, so hat der Beamte mir das gesagt. Wie ist es ausgegangen? Hast du den Fall weiter verfolgt? Ja, das Verfahren ist eingestellt worden. Das ist ein Ding. Ja. Das heißt grünes Licht für Polizisten, was Ladendiebstahl angeht. Ja, ne? Kann man jetzt so mal sagen. Überspitzt gesagt. Ich meine, der größte Klops ist der mir passiert. Ich habe einen Strafprozessrichter beim Klauen erwischt. Ein Strafprozessrichter? Ja. So, und dieser Richter, den habe ich ein halbes Jahr später vor Gericht wieder getroffen. In voller Arbeitsmontur. In Amt und Würden. So ist es. Und dieser Richter, als der mich gesehen hat, ich war als Zeuge geladen, ja, der kam auf mich zu und sagte mir, guten Tag, Herr so und so, ja, wie geht's Ihnen denn so? Da sage ich, oh, mir geht's gut. Und Ihnen, sage ich, sind Sie denn überhaupt noch im Amt? Da hat er zu mir gesagt, ja, ich kann Ihnen auch ganz genau sagen, warum. Da sage ich, aus welchem Grund denn? Ja, entweder müssen Sie Richter sein oder in der Politik, dann schaffen Sie alles. Das ist ja unglaublich. Ja, und da frage ich mich, wenn wir beim Klauen erwischt werden, ja, oder ja, wenn wir Freiheitsberaubung machen, ja, oder wenn wir den Gesetzestext nicht so einigermaßen kennen, ja, wir kriegen Berufsverbot. Ja, natürlich, ja, ne? Klar. Ja, und ja, solche Leute können dann also einfach weitermachen. Ja.
Das ist ja ein Ding. Das ist wirklich ein Ding. Das habe ich noch nicht gewusst und noch nie gehört. Weil einige Leute, die werden also für einen geringfügigen Betrag von meinetwegen 10 Mark verurteilt. Mhm. Okay, die sind dann also auch schon das zweite oder das dritte Mal erwischt worden. Mensch, wir haben Steuerhinterzieher gehabt als Minister, ne? Und sowas. Das ist ja nichts Neues. Aber diese Geschichte ist schon harter Tobak, finde ich. Ja, sowas regt mich auf. Ja. Ne, weil, also, ich meine, gut, es kann mir keiner sagen, jeder hat früher bestimmt mal irgendwo in der Jugend als Mutprobe oder sonst irgendwas geklaut. Ne? Aber dass solche Leute ungeschoren davon kommen, das geht mir auf den Senkel. Also, du hast deinen Frust abgelassen und wir sind alle, glaube ich, die das jetzt gehört haben, ziemlich von Socken und empört. Und das ist eine gute Information, dass man das zumindest schon mal weiß. Ja. Lieber Fred, lass dich nicht runterkriegen. Ja, ich mache meinen Job trotzdem weiter. Ja, alles Gute, ciao. Ja, tschüss. Ciao. Kleine Musikpause. Freunde, es geht weiter. 0130 2911, das ist unsere Telefonnummer, offenes Talkradio. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema. Und unsere Faxnummer lautet 0130 11 51 22. 0130 11 51 22. Und bevor es weitergeht, jetzt eine kleine Domian-Postecke. Miriam, 19 Jahre, aus Herne schreibt: Lieber Domian, schön, dass du wieder da bist. Die letzten Wochen lief ja im WDR, im Fernsehen, anstatt Domian Fliege. Da hätte ich am liebsten die Klatsche genommen. Liebe Miriam, dann hätten wir alle zusammen Amen gesagt nach deiner Klatsche. Der Sven Oliver aus Köln schreibt mir: Gut, dass deine Sendung wieder läuft, aber am Montag warst du ja unmöglich angezogen, sprich viel zu schick. Wirst du jetzt allmählich zum Kerner des WDR? Lieber Sven, ich vermute, dass du den Sat.1-Kollegen Johannes B. Kerner meinst. Wenn du ihn meinst, dann stimmt mich sehr nachdenklich die Wortkombination Schick und Kerner. Da muss ich dann noch ein bisschen drüber nachdenken. Noch was zur Kleidung. Frau Grete P. aus Worms. Die hat mir geschrieben: Ich finde es unverantwortlich, dass Sie mit einem T-Shirt vor die Kamera treten, das eindeutig Schleichwerbung ist. Und das auch noch für ein alkoholisches Produkt. Es handelt sich ja wohl um den berühmten Kräuterlikör namens Jäger. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wollen Sie besonders Ihre jungen Zuschauer zum Alkoholismus verführen? Liebe Frau Grete P. aus Worms, genau das ist es. Deshalb ziehe ich das T-Shirt immer an. Und ich ziehe es an, weil, das ist ja bekannt mittlerweile auch, ich auf Geweihe stehe und weil ich auf Hirsche stehe. Kai aus Rüdesheim schreibt: Ich habe gehört, dass es über deine Sendung ein Buch gibt. Stimmt das? Lieber Kai, das stimmt fast. Dieses Buch gibt es in 4 Wochen. Das Buch heißt Extreme Leben und ich habe in diesem Buch die interessantesten Fälle, die in dieser Sendung stattgefunden haben, dokumentiert und kommentiert. Gibt es ungefähr in 4 Wochen. Dann schreibt Katja aus Oberramstadt. Unter anderem: Über Sex habe ich sehr viel durch deine Sendung schon gelernt. Manchmal komme ich aus dem Staunen gar nicht mehr heraus, was es alles gibt. Das ist sehr nützlich. Mein armer Mann aber muss dann immer dran glauben. Es muss ja alles schließlich ausprobiert werden.
Er weiß allerdings nicht, dass ich diese Sachen aus deiner Sendung habe. Das würde er nicht verstehen. Er findet solche Sendungen blöd. Nun, damit kann ich aber leben. Das schreibt die Katja aus Oberramstadt. Und Post aus Bochum von Andrea. Einen sehr netten Brief mit viel Lob und so weiter. Ich bedanke mich herzlich. Und sie schreibt am Ende: Übrigens, ich finde deine Stimme sehr angenehm. Kleiner Tipp, mach doch mal eine autogenes Training für Zuhause-Kassette mit dieser Stimme. Das wäre bestimmt der Renner. Ich finde deine Stimme so beruhigend, dass ich meistens in der Mitte der Sendung einschlafe. Wir haben 1.36 Uhr, Andrea schläft schon. Wir sind ganz still und wechseln sie nicht auf. Und wir machen weiter mit der Christiane und die ist 32. Hallo. Hallo Domian, grüß dich. Ja, du hast mich angerufen. Ja, richtig. Und zwar habe ich angerufen, weil ich habe vor einigen Wochen auf eine Chiffre-Anzeige geantwortet. Mhm. Ja, und da habe ich dem Thomas, der ist 34 Jahre alt, aus Düsseldorf geschrieben. Ja. Und weil ich schlecht aussehe, das meine ich, bin nicht mit meinem Aussehen zufrieden. Ich habe kurze Haare und eine Brille und so und habe ich das Foto meiner Schwester in den Brief reingelegt. Und dann? Ja, und dann hat er auch einen Brief zurückgeschickt und hat in dem Brief geschrieben, ja, dass er mich mal anrufen möchte und sich gerne mal mit mir treffen möchte und so. Ja, und dann hat er dann noch angerufen, vorgestern, genau, vorgestern war es. Und dann hat er gesagt, ja, du Christiane, ich komm bald mal vorbei. Ach, du liebe Zeit. Mhm. Ja, dann stehe ich da, weil wenn jetzt vor meiner Tür steht, ne, jetzt dann stehst du ganz schön da. Ja, klar, und meine Schwester weiß auch nichts davon, ne? Habt ihr euch denn am Telefon gut verstanden, unterhalten? Wir haben uns gut unterhalten, ja. Seine Stimme hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, und er fand dich am Telefon auch nett? Ja, er fand mich nett, ja. So, und nu, wie soll es weitergehen? Ja, das frage ich mich auch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihm, ob das Ganze ablassen soll. Oder, ich meine, wenn ich es weiter vorausschieben möchte, dass er später kommt, dann ist das Problem ja immer noch nicht gelöst, ne? Ich weiß jetzt immer noch nicht, was ich machen soll eigentlich. Zu was tendierst du? Bitte? Zu was tendierst du? Ja, also, weiß ich eigentlich ganz genau. Ich glaube, es gibt nur eine Lösung. Was denn? Es ihm am Telefon zu sagen, erstmal. Ja, es wäre eine Möglichkeit, wenn er in den nächsten Tagen mal anrufen würde oder ich rufe da an. Du rufst dann an und dann, ich meine, vielleicht ist jetzt noch die Situation da, wo du noch auf die Notbremse treten kannst. Mhm. Wenn du jetzt noch länger wartest, verarschst du diesen Mann immer mehr und die ganze Situation verkompliziert sich auch zusehends quasi. Ja. Vielleicht kann man das ja auch so witzig irgendwie rüberbringen. Ja, er will aber auch schon morgen kommen. Also morgen ist er da, hat er gesagt. Ach ja, ja, habt ihr euch denn richtig verabredet für morgen? Ja, er sagte, du, Christiane, ich komme vorbei. Und dann, ich habe es nicht rübergebracht, um ihm zu sagen, dass es nicht geht, oder? Ach, du hast nicht gesagt, nein, es geht morgen nicht? Nee, habe ich nicht. Ach du lieber Gott, jetzt haben wir 20 vor 2. Wann will er morgen kommen? Ja, so gegen 3 Uhr. Dann musst du vorher anrufen. Ja. Oder du musst es drauf ankommen lassen. Aber das ist natürlich, das ist super krass, ne? Ich meine, wenn er dann vor meiner Tür steht und sieht dann nachher eine andere Frau und ich sage dann, hi, ich bin's, Christiane. Ja. Und denkt er sicherlich, ich bin eine Verrückte oder so. Ja. Ich meine, im Endeffekt, ich meine, aber du bist aber wirklich auch ein Herzchen. Erst machst du solche Sachen und dann kriegst du nicht mal gebacken, ihm abzusagen, wenn er dich besuchen will. Ja, ich find ihn ja toll. Ich weiß ja nicht, wie er reagiert, wenn er mich sieht. Ja. Weil ich habe dicke Gläser, ich habe richtig dicke Brille und ich habe kurze Haare. Meine Schwester ist eben richtig schlank, hat lange, braune, schwarze Haare. So. Ja, kurze Haare sind ja erstmal nichts Unangenehmes, ne? Ja, klar. Aber er hat ja in der Chiffre-Anzeige auch gesagt, von gesprochen, so lange Haare, dass er dafür schwärmt. Ach so. Ich würde jetzt wirklich in die Offensive gehen und den, wenn es heute Nacht nicht mehr geht, ihn morgen früh oder kurz vor Mittag anrufen und die Karten ganz klar auf den Tisch legen. Ja, das habe ich auch eine Freundin weiß davon. Ja. Und das ist die Marion Brehm und ich habe mit Marion darüber gesprochen, wir machen ein Theaterstück, das heißt Psycho. Studieren wir gerade ein. Psycho und heißt das? Psycho, ja. Ah ja. Die werden mich alle kriegen. Ja, und dann habe ich darüber gesprochen und sie sagte dann zu mir, du Christiane, sag ihm das einfach oder ruf ihn doch an. Du kannst es ja nicht weiter vorausschieben, wenn er nachher vor deiner Tür steht und dann völlig enttäuscht ist. Ja. Der fühlt sich dann irgendwie auch verarscht oder so eine von mir. Ja, natürlich fühlt er sich verarscht. Und aber jetzt auch mal ganz egoistisch von dir aus gesehen, vielleicht ist die Situation für dich erträglicher, zu aufzufangen, wenn du es am Telefon sagst, als so Auge in Auge auch noch. Mhm.
Vielleicht tickt der vollkommen aus, ne, wenn der da vor dir steht und du ihm das erzählst. Mhm. Ich finde, du musst ihn anrufen. Ja, aber er ist ja heute, glaube ich, nicht da. Ich weiß es nicht. Ich habe eben schon mal probiert anzurufen. Das heißt eben so gegen 10 Uhr. Ja. Da war ich kurz davor und habe ich keine andere Lösung mehr gehabt, weil er nicht abgenommen hat. Und dann habe ich einfach mal gesagt, du rufst mal Domian an, der wird dir irgendwie helfen können. Hast du dir gedacht, ja. Ja. Vielleicht hört er ja heute Abend hier zu. Ja, das könnte sein. Das wäre natürlich für dich das Geschickteste, ne? Dann wärst du ganz schön einfach raus aus der Situation. Aber das ist es natürlich jetzt sehr vage, ob das der Fall ist. Ich finde, du solltest ihn anrufen. Und ich finde auch, du solltest mich am Montag nochmal anrufen, um zu erzählen, wie das ausgegangen ist. Soll ich bei dir nochmal anrufen? Ja. Oder wir, na, pass auf, wir machen so, damit du, vielleicht kommst du gar nicht durch, wir rufen dich Montagnacht nochmal an. Bist du wach und zu Hause? Ich müsste zu Hause sein, ja. In der Nacht von Montag auf Dienstag? Ja. Und dann erzählst du uns, wie die Geschichte ausgegangen ist. Okay, das werde ich machen. Ja? Ja, darf ich kurz nochmal für mein Theaterstück werben? Nee, das machen wir da jetzt nicht, Christiane. Das ist doch nicht Sinn des Anrufes hier. Ja, klar. Ne? Ja, aber ich finde es toll von dir, dass du mir gesagt hast, das ist gut, dann werde ich da nochmal anrufen. Montagnacht reden wir wieder. Okay. Bye, bye. Danke. Tschüss. Tschüss. Was die Leute alles machen, das gibt's gar nicht. Claudi, 29. Jo, hallo, hallo. Domian. Jo, ich bin zum ersten Mal bei dir durchgekommen. Ja. Und ich möchte mal eine Lanze für alle Bayer Leverkusen-Fans brechen hier im Lande. Ich habe da eine Erfahrung gemacht. Und zwar, ich höre da einen gewissen Radiosender manchmal, ja? Ja. Und da ist so ein Fußballkritiker, den will ich jetzt nicht nennen. Ja. Der hat so einen ganz bekannten Namen, ne? Aha. Und der ist aus Dortmund so, ne? Ja. Und der hat da so Kritiken losgelassen. Und da hat er zweimal gesagt, also Bayer Leverkusen, ja, die sind überflüssig in der Bundesliga, was weiß ich. Und so unverschämte Sachen da losgelassen. Was soll das? Unglaublich, finde ich auch. Also ich finde das unmöglich. Ja. Ich bin ein Leverkusen-Fan, ich stehe dazu. Ja. Und obwohl ich von Geburt an blind bin, ich krieg das alles voll mit. Ja. Ich weiß, was ich gut finde. Ich war auch schon mal in Ulrich-Haberland-Stadion gewesen vor 2 Jahren. Aha. Und ich muss sagen, nee, vor 3 Jahren. Nee, vor 2. Ist ja egal, Hauptsache du warst da. Nee, das ist mir nicht egal, das ist egal. Das ist mir wichtig. Aha. 1. Oktober 94 war ich dort. Aha. Und ich muss sagen, ich habe eine sehr positive Erfahrung gemacht. Ja. Und zwar, ich bin mit meinen Leuten dort hochgefahren, mit meiner Mutter und ihren Lebensgefährten. Und die sind auch schon etwas älter. Und wir sind da rein und es waren total nette Fans. Und ich habe da voll mitgemacht und so. Und ich war zum ersten Mal in dem Stadion. Ich wusste noch nicht, wie das so vor sich geht. Da sind so einige Sachen passiert. Ich kann das jetzt alles gar nicht so erzählen. Also du bist von Geburt aus... total Eindrücke gekriegt. Eindrücke, Claudi, ne? Du bist, um das zu verstehen, du bist von Geburt aus vollständig blind. Ja. Und dann hast du aber natürlich diese Atmosphäre in dem Stadion... wahrscheinlich ganz intensiv aufgesogen. Das war so super, ey. Da will ich nochmal hin. Ja. Das war so super. Und ja, also das Tollste war, das war so mitten im Spiel, ich war voll drin und ich habe auch mit den Fans da gesprochen in der Pause, weil dann Köln gegen Bayern war, ich glaube, ich weiß nicht, die Kölner waren vorne 0-3. Ja. Und da habe ich zum einen Leverkusener voll auf Rheinländisch, ich war voll drin, ne? Da habe ich gesagt, och, der Trapattoni, der soll nicht gewinnen, das ist schlecht, ne? Er sagte, och, das hier sind Unentschieden, da sag ich, och, nee, das glaube ich nicht. Und das war so super. Und mitten im Spiel war ein älterer Mann links vor uns gestanden. Ja. Und sagte zu meiner Mutter, ihren Lebensgefährten hinten, entschuldigen Sie, die sieht doch noch ein bisschen was. Und dann sagte der Georg, also von meiner Mutter, der Lebensgefährte, nein, die Claudi sieht nichts mehr, die ist blind. Mhm. Er sagte, wissen Sie was, das macht die ganz arg toll. Ja. Und keiner hat mich abgelehnt und so weiter. Ja. Und ich finde das so blöd, dass unser Verein so niedergemacht wird. So Schlaftabletten und was weiß der Teufel. Wir sind ein ganz normaler Verein wie alle anderen. Also auch. Du hast einen richtigen Zorn. Fußball. Gut, wir wären letztes Jahr fast abgestiegen. Aber Gott, das passiert doch jedem Verein mal. Jetzt hat die Claudia eine richtige Lanze gebrochen für Bayer Leverkusen. Aber wie? Und wir grüßen alle Bayer Leverkusen-Fans. In der ganzen Welt. In der ganzen Welt. Und alle Spieler. Genau, das haben wir jetzt gemacht, Claudi. Jo. Alles Gute. Du, Domian, ja. Kann ich von dir noch ein Autogramm haben? Ja, dann bleibst du jetzt am Telefon. Okay, alles ne, Gute. Am Telefon. Und, schön, mach es gut, bis nächstes Mal. Sie ne? kennt das. Okay, ciao. Ciao. Frank, 22. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo, Frank. Ich grüße dich. Auch Bayer Leverkusen-Fan? Nein, überhaupt nicht, Jürgen. Ich würde dazu auch sehr gerne eine Frage stellen. Ich meine, interessiert es dich eigentlich, wenn dir die Leute sowas erzählen?
Also ich bin... Ich meine, gibt es nicht wirklich wichtigere Dinge als Fußball? Ja, aber Fußball ist nun auch eine für viele, viele, viele Leute eine sehr schöne Nebensache. Ich interessiere mich nicht so sehr dafür, aber so in dem Rahmen, wie wir gerade drüber gesprochen haben, denke ich, ist das durchaus in Ordnung. Aber es freut mich für die Zuhörerin, dass sie da so einen tierischen Spaß hat. Ja, klar. Es freut mich wirklich. Frank. Du, ich rufe an, ich habe ein ganz großes Problem. Und zwar habe ich mich, wir hatten, muss ich dazu sagen, schon mal telefoniert. Nur da war die Zeit so knapp und dann konnten wir das Gespräch leider nicht beenden. Mhm. Ich habe mich in einen Jungen verliebt. Und ja, ich war eine Zeit lang ja selber sehr erschrocken, weil ich seit meinem 14. Lebensjahr nur mit Frauen geschlafen habe. Mhm. Und mich für Jungs eigentlich auch nie interessiert habe. Auf jeden Fall habe ich diesen Jungen Anfang dieses Jahres kennengelernt. Wir haben sehr offen miteinander geredet über viele, viele Dinge. Unter anderem auch über uns und sind dann halt irgendwann... hat es sich herauskristallisiert, dass er wahnsinnig in mich verliebt ist oder war. Und ich musste dann irgendwann auch halt zugeben, dass er mir nicht dass er mir halt auch sehr viel bedeutet hat. Mhm. Mich irgendwann auch, ja, wenn ich ihn gesehen habe, mich sexuell sehr, ja, sehr, sehr inspiriert hat. Ja, das war dieser Art so die erste Empfindung, ne? Ja, die du hattest. Das war meine erste Empfindung. Und ich muss sagen, je länger ich mich dann mit diesem Gedanken auch befasst habe, ich war nie der Meinung, dass ich schwul bin. Mhm. Ich habe immer gesagt, okay, er kann nichts dafür, dass er ein Mann ist. Wäre er eine Frau, würde er mich genauso faszinieren. Ja. Und ich habe mir natürlich bewusst daraufhin auch mal andere Männer angeguckt. Mhm. Und so leid es mir tut für die Männer, sie interessieren mich nicht. Er ist wirklich der einzige Mann, wo ich sagen würde... Ich möchte es wissen, ich möchte mit ihm schlafen. Ja. Wie ist denn der Stand der Dinge eures Kontaktes im Moment? Wir telefonieren regelmäßig. Ja. Wir treffen uns regelmäßig. Ja. So 2-3 Mal die Woche. Aha. Macht 1000 Sachen miteinander. Wir machen 1000 Sachen miteinander. Aber es ist so körperlich noch nichts passiert. Doch. Doch? Wir haben am 16. August miteinander geschlafen. Am 16. August? Am 16. August. War der große Tag. Das war der große Tag. Frank mit einem Mann. Frank mit einem Mann, ja. In einem Bett. In einem Bett. Hat zum ersten Mal einen anderen Schwanz angefasst. Ja, richtig. Und wie war's? Geil. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe mit, sag ich mal, überdurchschnittlich vielen Frauen geschlafen. Also wenn ich so mit anderen Kollegen rede, habe ich wohl doch eine ganze Menge mehr Erfahrung. Ja. Aber keine Frau hat es geschafft, mich so anzutören. Ich habe einen super heftigen Orgasmus gehabt. Ja. Er kam ohne Vorankündigung. Er kam, ich sag mal, wie alle Star Trek-Fans sagen würde, mit Macht 10. Ja. Und also es war super heftig, es war wunderschön. Also ich denke, dass Frank da eine ganz dicke Portion Schwules in sich hat, ne? Ja, auf jeden Fall. Du, ist ja auch okay. Jetzt kommt mal ein Problem. Ich habe natürlich eine Ex-Freundin oder mehrere, ganz klar. Und mit meiner letzten Beziehung habe ich Schluss gemacht. Also unter anderem auch wegen diesem Mann. Mhm. Und ich habe geglaubt, ihr sehr viel erzählen zu können. Bin sehr tief in meine Gefühle gegangen, habe mich geöffnet, habe ihr sehr viel erzählt. Sie weiß auch, dass ich mit diesem Mann geschlafen habe. Ja. Und er kennt sie auch. Und sie haben sich jetzt am Sonntag getroffen. Und haben miteinander geschlafen. Und Sonntagnacht rief mich dann der Mann an und sagte dann, pass mal auf, du, ich habe mit deiner Ex geflirtet. Gestern war da meine Ex-Freundin bei mir. Und sagt mir dann so richtig brühwarm ins Gesicht, obwohl sie von allem wusste, und ich hatte es ihr wirklich erzählt, ich hätte auch am Anfang immer das Gefühl vermittelt, sie würde sich für diesen Mann nicht interessieren, weil ich sag mal, er ist nicht unbedingt ein Mann, wie du ihn dir vorstellst, was weiß ich, groß, stark, kräftige Schultern, er ist mehr, sag ich mal, diese knabenhafte, oder zierliche Aufgabe. Was hat sie dir brühwarm erzählt? Sie hat mir brühwarm erzählt, dass sie sich unsterblich in ihn verliebt hat. Mhm. Sie möchte gerne mit ihm zusammen sein. Sag mal, wie ist denn der Bursche gepolt? Er ist im Grunde genommen genauso gepolt wie ich. Ist es für ihn auch das erste schwule Erlebnis? Ja, gewesen? Das erste schwule Erlebnis. Und er hatte auch schon etliche Freundinnen. Ja, pass auf, jetzt ist ja entscheidend nicht, was die Frau sagt. Das ist völlig nebensächlich. Ja. Entscheidend ist, was der Freund sagt. Ja, was sagt der Freund? Der Freund sagt, auf der einen Seite ruft er mich an, erzählt es mir, sagt, dass keine Frau bisher ihn so verstanden hätte wie sie und also, ich sag mal, er schwärmt von ihr. Weißt du? Fand er denn euren Sex auch so toll, wie du ihn fandest? Ja, er fand ihn so toll, dass er zu mir gesagt hat, weil klar, das war das erste Mal. Mhm. Seitdem haben wir auch nicht mehr miteinander geschlafen. Dementsprechend war es natürlich, sag ich mal, nicht so lang, nicht so intensiv, weil es war natürlich auch für uns ein Ausprobieren. Und er hat zu mir gesagt, er möchte auf jeden Fall
weitergehen. Ja. Würdest du denn sagen, dass er so auch solche starken Gefühle für dich hat, wie du für ihn? Er sagt es zumindest. Er fragt mich, ob ich ihn liebe. Das fragt er mich. Hat er zu dir gesagt, dass er dich liebt? Ja, hat er mir gesagt. Glaubst du ihm das oder ist das Schaumschlägerei? Das ist eben das Problem. Ich weiß es nicht. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich noch glauben soll. Weißt du, ich fühle mich verarscht. Ich fühle mich ausgenutzt. Ich habe da einem Menschen was erzählt und das wird gegen mich ausgenutzt. Dann gehe ich halt mit diesem Mann ins Bett, weißt du. Ich hab wirklich, sag ich mal, eine ganze Zeit auch dafür gebraucht, um überhaupt so weit zu sein. Ja. Er war derjenige, der mich im Grunde genommen verführt hat. Er hat, sag ich mal, wirklich die ersten Schritte getan, dass es so weit kommen konnte. Hast du denn dieses, ist das jetzt so Diskussionsthema zwischen dir und dem Mann? Oder redet ihr gar nicht viel darüber? Er möchte mit mir drüber reden. Ja. Ich möchte es auch, aber keiner kann es, weißt du? Keiner weiß, was soll ich jetzt machen? Wie kann ich auf ihn zugehen? Oder ich weiß es nicht. Indem du ihm dieses alles, was du mir jetzt erzählt hast, und deine Kränkung und deine Unsicherheit und weiß ich was, indem du dem das alles so sagst. Ja. Das ist erstmal der allererste Schritt. Ja. Und wenn du den Jungen wirklich gerne hast und sogar liebst, dann würde ich da wirklich alles dran setzen, erstmal an dem zu bleiben und auch noch weiter um den zu werben. Ja. Vielleicht ist das ja auch, dass er jetzt mit der Freundin gepennt hat, auch nochmal ein Ausdruck seiner Unsicherheit. Jetzt, vielleicht musste er sich jetzt auch nochmal beweisen, dass er nun nicht ganz schwul ist. Ja. Solche Sachen gibt's ja alles in diesen ersten Phasen, wenn man solche Gefühle in sich entdeckt. Ja. Da würde ich mich jetzt erstmal nicht so runterziehen lassen, dass die miteinander gevögelt haben. Vergiss es, Schnee von gestern. Ja. Wichtig ist jetzt, dass du rauskriegst, wie sehr dieser Mann dich liebt. Und dass du zudem eine wirklich offene Verbindung aufbaust und mit viel, viel Vertrauen. Das geht nur, indem ihr da wirklich euer Herz auf den Tisch legt, Mensch. Ja. Das mach mal, Frank. Mensch, Jürgen, sag ich dir ganz ehrlich, vielen, vielen Dank. Du, das ist jetzt echt ein... Weißt du, es ist sehr naheliegend, was du mir jetzt sagst, klar. Aber es ist... Ich wär nicht so weit gegangen, weißt du. In die Richtung hätte ich nicht gedacht. Und das ist sehr schön. Und da möchte ich mich für herzlich bedanken. Ich wünsche dir viel Glück. Ich wünsche euch viel Glück. Ja, vielen Dank. Ich möchte noch eins ganz kurz sagen. Ich finde es super, dass ich deine Sendung wieder sehen kann. Ich habe sie eine ganze Zeit vermisst, habe da immer diesen Pfaffen gesehen, wie diese Miriam vorhin schon schrieb. Und ich hätte am liebsten eine Fliegenklatsche genommen. Ja. Denn was ich wirklich auf den Tod nicht abkann, das sind rumlabernde Priester. Frank. Die sollen in der Kirche bleiben. Prima, dass du wieder da bist. In diesem Sinne. Ich danke dir. Ciao. Tschüss. Jetzt ist eine Frau am Telefon. Und diese Frau, die ist 32 Jahre alt. Und die heißt Alexandra. Bist du ganz sicher? Oh, weia, ein Mann? Ja. Das ist der Michael. Das ist ein Computerfehler. Also es ist ein Mann, der ist wie alt? 20. 20 und der heißt Michael. Ja, so ist es. Das ist schön. Ja, Michael. Das ist schön, das ist richtig. Was weniger schön ist, dass ich gestern meinen besten Freund begraben habe. Der war ein Jahr jünger und hat sich vor einer Woche umgebracht. Ja. Und was eigentlich das äußerst bittere an der Geschichte und für mich wahnsinnig belastende ist, er ist verschwunden am letzten Sonntag, ja, beziehungsweise, Sonntag vor zwei Wochen ist er verschwunden. Ja. Wir waren Samstagabend vorher sind wir noch zusammen in Bodensee gefahren, das sind von mir aus knapp 300 Kilometer, also voll die Hirnlosaktion, ja, was man halt macht, wenn man jung ist. Und sonntags morgens sind wir zurückgekommen, sonntagabends ist er verschwunden. Und es gab überhaupt keine Anzeichen für mich, dass er einfach ein Problem hätte. Ja, genau, einfach weg. Und er hatte also während eurer Reise nichts angedeutet? Null, überhaupt nicht. Alter, das war total cool da unten am Bodensee. Wir haben nachts um halb vier am Bodensee gesessen, ja. So total hirnlos, ja. Und haben uns unterhalten, haben gelacht, haben uns ein Lagerfeuer gemacht, ja. Naja, auf jeden Fall, Punkt ist, er ist Sonntagabend verschwunden. Er ist in der Ausbildung gewesen und... Ich bin montags bei seiner Ausbildungsstelle vorbei. Ja. Zufällig, er hätte eine Ausbildung zum Optiker gemacht. Ja. Weil meine Sonnenbrille kaputt war und die habe ich immer bei ihm richten lassen. Hab gefragt, ob er da wäre. Nee, er ist nicht da. Habe ich nachmittags bei ihm daheim angerufen. Hat die Mutter mir erzählt, er hätte eine ziemliche Stange Geld von seinem Konto abgehoben. Und er hätte sich nicht gemeldet. Sondern habe ich irgendwie voll das komische Gefühl gehabt, weil das ist nicht seine Art gewesen, ja. Hast du dir da schon Sorgen gemacht? Ja. Ja, klar. Definitiv, weil er ist eigentlich ein recht labiler Typ gewesen, aber ich hätte nie gedacht, dass er so weit geht, ja. Nun gut, ich habe ihn gesucht dann. Wir wohnen an einem Waldrand.
Und der Wald hat irgendwie eine symbolische Bedeutung für ihn gehabt, ja. Mhm. Genauso wie er sie für mich hat. Und ich habe ihn dort gesucht. Mhm. Also Waldwege reingefahren und so. Und wie Gott es wollte, habe ich ihn halt Dienstagabend gefunden. Du hast ihn gefunden? Ich hatte ihn Dienstagabend gefunden. Im Wald? Im Wald. Da stand sein Auto und er saß nicht drin. Davon bin ich ausgegangen, dass er da irgendwo rumschlappt. Und ich hatte echt ein übles Gefühl. Es ist so, ich habe eine ziemlich gute Intuition, ja. Habe ich ihm die Luft aus dem Reifen gelassen, damit er nicht fortfahren kann. Mhm. Und habe angefangen, ihn zu suchen. Bin also dann von diesem Parkplatz aus, der schon im Wald ist, in den Wald reingelaufen. Ja. Und als ich zurückkomme, steht er an seinem Auto. Ja. Und grinst mich an und sagt, warst du das mit dem Reifen? Habe ich gesagt, ja, ich wollte nicht, dass du wegfährst. Ja. So, dann habe ich ihn eingepackt, dann sind wir Bier trinken gegangen. Und dann habe ich gefragt, was ist eigentlich mit dir los? Hat er gesagt, er hat keinen Bock mehr. Das ist ihm alles zu viel. Mhm. Und ich so, also spezifiziert es doch einfach mal, was dir so auf den Keks geht. Mhm. Red doch mit mir darüber. Ja, das wäre alles so. Das ganze Leben, ja. Seine Freundin und sein Elternhaus und seine Ausbildung und die Sache mit seiner Wohnung und so weiter und so fort. Ja, also alles. Und je mehr ich mir darüber jetzt Gedanken gemacht habe, nee, ich glaube, ich muss anders weitergehen. Auf jeden Fall Dienstagabend habe ich dann so lange mit ihm geredet und habe gesagt, hör zu, du hast Eltern, die dich lieben, du hast eine Freundin, die dich liebt, du hast gute Freunde, du hast mich, wenn du ein Problem hast, komm zu uns und wir helfen dir weiter. Ja. Ja? Und ich hatte ihm am Ende dieses Gespräch so weit, dass er sagte, okay, klar, hört sich alles logisch an. Mhm. Und ich so, komm, dann schlaf heute Nacht wieder bei dir in der Wohnung. Er hat nicht mehr daheim gewohnt, ja, sondern in einer eigenen Wohnung. Und ruf morgen mal deine Eltern an und spreche mit denen, die machen sich Sorgen. Ja, ich habe mit deiner Mutter telefoniert. Ja, gut, das wird er machen und alles kein Problem und so, ja. Und hat mich in dem Glauben gelassen, er würde das wirklich tun, ja. Ja. Und was ist dann passiert? Mittwochs morgens oder mittwochs mittags rufe ich bei seiner Mutter an, frage, hat er sich gemeldet? Mhm. Nein, hat er nicht. Mittwochs abends habe ich nochmal angerufen, hat er sich wieder nicht gemeldet. Und dann war eigentlich mein schlechtes Gefühl perfekt, ja. Mhm. Ich habe mit seinem Stiefvater gesprochen. Wir haben ihn alle gesucht, oder praktisch alle gesucht, er und ich und noch ein paar andere Freunde. Und wir haben ihn nicht mehr gefunden. Und freitags mittags komme ich bei denen daheim vorbei und die Mutter steht auf der Straße. Und weißt du, sie hat es mir dann richtig klar gemacht, ja, dass er jetzt tot ist. Was hat er gemacht? Er hat einen Schlauch an einen Auspuff dran gemacht, ist in den Wald gefahren, wie gesagt, symbolisch, ne? Hat einen Schlauch an einen Auspuff dran gemacht, hat ihn ins Auto reingelegt, den Rest abgedichtet und hat sich vergiftet mit Ausabgasen. Mein Problem liegt jetzt darin, vielleicht kannst du mir weiterhelfen, kann man einen Menschen halten? In so einer Situation hätte ich ihn am Dienstagabend halten müssen, hätte ich ihn mit heimnehmen müssen, nachdem er mir sagt, er hat überhaupt keinen Bock mehr. Mhm. Ihm ist alles egal. Wo dieses, ich will mich umbringen, praktisch anklingt, hätte ich ihn halten können. Michael, ich glaube, nach dem, was du jetzt erzählt hast, dass sich dieses schon sehr, sehr lange in ihm vorbereitet hat. Und ich glaube, du hast ja einmal sehr intensiv mit ihm gesprochen, wie du erzählt hast. Mhm. Ich glaube, dass es nicht mehr in deiner Macht stand, da noch etwas zu verhindern. Ja, es kann sein, dass es eine gewisse Selbstüberschätzung meinerseits ist. Ja, ich glaube das. Auf der anderen Seite, ich muss dazu sagen, ich habe gerade meinen Zivildienst abgeschlossen, ja. Mhm. Ich war im Rettungsdienst tätig. Mhm. Und in den letzten 2 Wochen, ne, ging also voll die Sau ab. Da habe ich insgesamt 2 Selbstmörder gefahren, die beide noch am Leben waren. Pass mal auf, Michael. Ja? Das ist sehr, sehr doof jetzt. Diese Sendung ist jetzt zu Ende. Vorbei. Pass auf, aber ich möchte gerne noch ein bisschen mit dir reden. Ja? Bleib mal am Telefon, wir machen das jetzt gleich privat weiter. Okay. Ja? Okay, klar. Bis gleich. Danke. So, Freunde, diese Woche war mein Team und ich sage Dankeschön an Roland Lohr, Anne Buchholz, Angela Traut, Olaf Brockmann, Petra Poster-Remschak, Jörg Gensel, Katrin Heckmann, Silke Peters und Peter Ofsianowski. Themen nächste Woche. Am Montag offene Sendung. In der Sendung in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch geht es um den Tod. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag um Gerüche. Und nächste Woche Freitag, da stellt sich wieder ein Promi dem Talkradio-Publikum. Und zwar wird Viva-Star-Moderator Nils Bockelberg sich dem Talkradio-Publikum stellen. Schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.